Dieser Ball hat schon ein besonderes Flair. In der ehemaligen Kammgarn, wo einst schwer gearbeitet wurde, wird dieser Tage gefeiert. So auch beim Ball in Rot, dem Traditionsball der SPÖ. Die Trendfarbe war rot, nicht nur bei der inneren Überzeugung, auch bei der äußeren Erscheinung. Alle Generationen feierten und tanzten fleißig mit. Ich muss sagen, ich freue mich, dass wir so ein volles Haus haben. Da merkt man, dass die Arbeit sich wirklich lohnt. Und ja, freue mich auf einen weiteren schönen Ball noch. Der Kammgarn-Saal ist ja ein klassischer Ballsaal. War das früher auch so? Das war früher sehr wohl auch so für Veranstaltungen. Die alte Spinnerei, Möllersdorf, war ja ein Traditionsbetrieb. Und das war der Festsaal und eigentlich ein wunderschöner historischer Saal. Und was ist besser geeignet für einen Ball in Rot als solch ein traumhafter Saal? Wir haben in Dreiskirchen 5 Festsäle, wobei mein Lieblingssaal dieser Kammgarn-Saal hier ist, aus mehreren Gründen. Es ist ein alter Saal und wir haben ihn so erhalten, wie er vor mehr als 60 Jahren, 65, gebaut wurde. Zum Zweiten hat er, wie Sie schon erwähnt haben, eine Atmosphäre, die man gar nicht beschreiben kann. Man fühlt sich hier wohl und wir haben auch sehr viele Veranstaltungen im privaten Bereich, Hochzeitsfeiern, Geburtstage. Viele Dreiskirchnerinnen und Dreiskirchner wollen in diesem Saal feiern, weil er eben so eine tolle Ausstrahlung, eine Atmosphäre hat und ja, für musikalische Veranstaltungen ist er auch perfekt, weil er eine sehr, sehr gute Akustik hat. Also ist eigentlich unser Lieblingssaal. Sie sind heute in einer anderen Funktion als Ballobmann hier. Ja, das ist richtig, aber das ist mein 30. SPÖ-Ball, den ich organisieren, mitorganisieren darf. Das war 1988 der erste. Und es hat sich immer wieder mit allen Höhen und Tiefen von Veranstaltungen weiterhin positiv entwickelt. Jetzt hat sich, ich bin sehr froh, dass ich auch sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die alleine kann man gar nichts machen. Und daher macht man das gerne. Und der SPÖ-Ball ist ein Traditionsball. Den gibt es seit vielen Jahrzehnten. Daher mache ich den Ball, ob man so lange gewünscht wird, weiter. Und bin auch sehr stolz auf mein Team. Sie sehen die Stimmung hier im Kammgarn-Saal, ist ja toll. Ich habe gehört, ihr seid richtige Stammgäste schon am Ball. Wieso kommt ihr so gerne her? Also ich finde den Saal sehr schön. Das Publikum ist auch immer sehr nett, gute Musik. Also darum ist es eigentlich schon ein Fixpunkt in der Ballsaison. Der Ball hat eine ganz eigene Atmosphäre. Wie wirkt der Saal auf Sie? Ja, also wir tanzen sehr gern. Sehr gute Tanzfläche. Und Freunde sind hier von unserer Tanzschule und die Stimmung ist sehr gut, muss ich sagen, sehr gelöst. Die Roten von Dreiskirchen verstehen es zu feiern und alle freuen sich auf den Ball in Rot im nächsten Jahr. Wenn man diese fröhlichen Gesichter, diese Freude, die die Menschen auf unserem Ball haben, sieht, ja, das ist toll.